Hallo ihr Hübschen, ich habe was ganz Tolles an. Natürlich ist es weniger meine Farbe, Leute, denn schwarz trage ich eigentlich weniger. Aber mein Freund, ja, wir haben uns das Gleiche gekauft. Ich bin die Queen und er ist der King, sozusagen. Und dazu gibt es auch noch, ich zeige euch das mal, eine Hose. Ist jetzt auf dem Kopf, Gott, mal so rum. Spiegelschrift, so, Queen. Und der ist übrigens ganz, ganz kuschelig. Also jetzt, ich meine jetzt, ich friere ja sonst immer so viel. Ich bin jetzt hier voll am Schwitzen, aber es könnte auch sein, dass ich so am Schwitzen bin, weil ich vorhin so schön in einer schönen Wanne war. Also ich habe mir ein Entspannungsbad gegönnt bei dem schönen Wetter draußen, weil es ist ja schon wieder dunkel erstens. Und zweitens hat gehagelt bei mir hier und geschneit, sag ich schon, geregnet. So viel dazu, aber ich wollte eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich werde jetzt einfach mal ein Dankeschön an Vegan Feeling, an den Kanal Vegan Feeling richten und an deren Festival, was sie dieses Jahr gestaltet haben. Und dazu noch ein großes, großes Dankeschön an diejenigen, die da waren und das eine oder andere Bild, sozusagen eine oder andere, kann man sagen, Reportage darüber auf YouTube online gestellt hat. Und mich irgendwie damit wirklich, Leute, es hat mich bereichert und es gab da auch so einige andere Sachen, die weniger schön waren, was ich gehört und gesehen und gelesen habe. Dazu möchte ich einfach sagen, Leute, die beiden, die dieses Festival zustande gebracht haben und aufgerichtet haben und sozusagen sich diesen kleinen Wunsch erfüllt haben, das ja, einfach zu machen. Das ist echte Arbeit gewesen, kann ich euch sagen, weil ich sage das jetzt aus Erfahrung, weil ich habe einen Rückzieher damals gemacht. Ich habe nämlich eine Webseite gestaltet vor vielen Jahren, die heißt Aha Fanwelt, die gibt es immer noch. Und mit dieser das geht darum, um Schlager und Volksmusik. Und ich wollte einfach irgendwann so ein Benefizkonzert machen. Und dieses Ganze habe ich dann in meinen Kopf irgendwann verworfen, wo doch dann so viele interessante Sachen hoch oder nicht hochkamen, sondern ich mich ja informiert habe, was man alles benötigt, außer Saal und vielleicht auch Catering, Sanitäter, was auch immer, vielleicht auch ein Bodyguard, Reinigungskräfte, Bedienung, ein Preis, eine Kasse, was gibt es denn noch alles? Also es ist einfach, das ist jetzt nur ein Teil, was ich euch jetzt sage, weil ich komme jetzt nicht ganz so viel noch, was alles noch da noch war. Ich hatte aber so eine riesen Liste und ich kann euch sagen, das war dann irgendwann, habe ich gedacht, ich war ja alleine, also die waren ja zu zweit schon und hatten auch noch so ein kleines Team. Und ich möchte mal sagen, die Gegend, die sich da ausgesucht haben, die war doch wundervoll. Das haben doch auch, ich sag mal, es haben viele gesehen. Und ich habe es ja auch gesehen, weil es wurde hochgeladen auf YouTube. Diese wunderschönen Naturbilder und diese Bilder und diese, ja, diese Auftritte der Künstler. Das war doch wundervoll. Das eine, was ich noch sagen möchte, die Natur ist halt die Natur. Jeder hat auch mal einen Teil in ihrem Video gezeigt, wo halt dieser Sturm kam. Hey Leute, ihr habt das Beste daraus gemacht und ich wollte wirklich, wirklich da sein. Ich wollte auch dahin. Und ja, es war halt nicht an der Zeit. Es war halt bei mir, war halt so einige Sachen, standen vielleicht im Weg oder was auch immer. Und auch der Preis, den die für dieses Festival genommen habt, also ihr, die, sie, ja, Vegan Feeling, ja, das ist, für mich war das schon noch zu wenig irgendwie, weil ich halt an meine Organisation und mein Projekt damals gedacht habe und habe gedacht, Leute, das ist doch wundervoll, so ein Festival und so viel Angebote und dann auch noch dazu, dass es noch vegan ist und dann noch bio. Und wenn der eine jetzt sagt und der andere sagt, ja, das war vielleicht zu wenig da, weil ich sozusagen in den einen oder anderen Video gehört und gesehen habe, dass irgendwie jemand da
gesagt hat, ich hatte Hunger. Wenn man sich dann weniger traut, weniger zu essen, dann ist es halt so. Dann ist es auch sein oder dein Ding gewesen, dort nicht nochmal anzufragen oder zu sagen, ich helfe jetzt und hole noch, was weiß ich, Bananen oder sonst was, um mich da irgendwie auch zu nähren. So viel dazu. Alles andere, ich werde einfach die Videos verlinken, die ich mir angeschaut habe unter diesem Video, weil ich das einfach wertvoll und wertschätzend finde. Wirklich. Und richtig, richtig dankbar bin, weil diese Videos, also alle diese Videos von euch, von diesen Kanälen und auch von Vegan Peeling, kamen in einer Zeit, wo ich gedacht habe, ja, wohin mit mir? Und nicht nur wohin mit mir, sondern... ja, ich bin halt in einer stetigen Veränderung gerade. Und ich kann euch sagen, jeder Atemzug ist eine Veränderung. Wenn du einatmest, ist es schon eine Veränderung, dass du dir wieder einen anderen Gedanken machst oder einen anderen Wunsch oder Traum erstellst. Und dann beim anderen Atem- oder Auszug so kommt wieder was anderes. Und das ist doch das Wundervolle daran. Und... ja, genau. Dann noch das eine. Ich habe mir echt gewünscht, so, ah, geil, dann zum nächsten Festival. Wenn es halt kein Vegan-Peeling-Festival mehr geben sollte oder ist, weil sie sich jetzt so darum entschlossen haben, weil es einfach so viel auf sie geprasselt ist, von allen Seiten, was auch immer, negativ und positiv, kann ich das auch verstehen und bin da auch weniger traurig drüber, denn... es ist ja auch weniger aus der Welt. Sie sind erst nicht aus der Welt. Zweitens machen sie ja noch was, entweder über YouTube oder was auch immer. Ob Seminare, Kurse, keine Ahnung, Reisen, wie auch. Und das ist doch einfach wundervoll. Das ist doch das Beste überhaupt an den Ganzen, finde ich. So, das kommt jetzt von mir und von mir auch aus dem Herzen. Ich wollte das Video schon länger machen, es tut mir auch leid. Ich habe es auch irgendwo mal angekündigt oder angeschrieben bei den einen oder anderen. Es wurde dann auch mal, ja, es kam auch Resonanz zurück. Besser gesagt, ja, so, hallo, du wolltest doch mal. Das war halt auch nicht meine Zeit, das sofort zu machen, aber das war halt mein Gefühl, das wirklich zu machen und euch das jetzt einfach zu sagen, wie wertvoll ich das finde und wie dankbar ich dafür bin, von jedem dieser ganzen Videos, die ich jetzt wirklich unter diesem Video hier verlinken werde. Und jeder kann selber schauen, welches er sich anschaut. Ja? Das ist auch jedem selbst überlassen, welchen Weg er geht, ja? Und was ihm, ja, was ihm halt so kommt, sage ich dazu, wie immer. Oder für mich auch, finde ich, weil ich finde es einfach toll, ganz toll. Also, Dankeschön und lasst es euch gut gehen und noch eine schöne Zeit.